Worauf kommt es wirklich an, wenn du eine gute Frau, eine gute Filipina hier auf den Philippinen oder vielleicht ja auch bei dir zu Hause finden willst? Ich bin der Götz, ich lebe seit 10 Jahren hier auf den Philippinen und mein Ziel ist es, dir unter die Arme zu greifen, wenn du entweder hier Urlaub machen oder vielleicht sogar komplett auswandern willst. Ich spreche in meinen Videos Klartext über die Themen, die meine Zuschauer interessieren. Heute darüber, wie man eine gute Filipina findet. Denn wie ich feststelle, sind sich die meisten, vor allem Männer, anscheinend wirklich nicht über die tatsächlich ausschlaggebenden Dinge bewusst. Also, keine Zeit verlieren, denn um eine gute Frau zu finden, musst du zuerst an dir selbst arbeiten. Ja, genau. Bevor du die richtige für dich finden kannst, musst du erstmal den richtigen in dir selbst auf Vordermann bringen. Wer bist du eigentlich? Was willst du? Wie siehst du dich in einer Beziehung? Wenn du den Entschluss gefasst hast, bis auf die Philippinen zu reisen, um diese spezielle Frau zu treffen, dann musst du dich selbst überprüfen. Was hast du bisher gemacht und was tust du gerade jetzt in diesem Moment? Was hat dich dazu bewogen zu sagen, ich habe genug von der Suche nach einer Frau hier in Deutschland, in Österreich, hier wo ich lebe? Ich kenne das Rumgejammere. Du bist müde dies, du bist müde das und so weiter. Aber statt zu jammern, stell dir erstmal die Frage, warum deine bisherigen Beziehungen gescheitert sind. Manchmal schieben wir einfach gerne die Schuld auf andere, wenn in Wirklichkeit etwas mit uns nicht klappt. Also, wenn du wirklich die richtige Filipina für dich finden willst, musst du dich erstmal an die eigene Nase fassen. Denn nur dann bekommst du von dir selbst auch die echte Antwort danach, was du suchst. Und die Suche nach der richtigen Frau wird dir viel leichter fallen. Nochmal zum Einprägen, gerade wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gern hätten, neigen wir dazu, die Schuld bei anderen zu suchen. Das Problem bist aber du selbst. Du musst lernen, deine Scheuklappen abzulegen. Lernen, die Welt aus der Sicht der anderen Menschen zu sehen. Du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Sie dreht sich nicht um dich. Da leben noch 8 Milliarden andere mit dir. Also fangen wir mal an, wenn du über deine bisherigen Beziehungen nachdenkst. Hast du vielleicht einige der subtilen Anzeichen übersehen, dass die Frau, mit der du dich getroffen hast, vielleicht nicht die richtige war? Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern eine Frage der Aufmerksamkeit und des richtigen Mindsets. Es ist leicht, immer wieder den gleichen Typ Frau anzuziehen und dann überrascht zu sein, wenn es mal wieder nicht geklappt hat. Aber wer ist dafür verantwortlich? Richtig, du. Du siehst jetzt sicher, dass du dir Gedanken über dich selbst machen musst und du an deiner Einstellung arbeiten musst, um nicht ständig denselben Fehler zu machen. Da hilft nur Selbstreflexion. Nach einem Date geh nicht gleich nach Hause, sobald die Frau gegangen ist. Geh das Date in Gedanken nochmal durch. Wie hat sie reagiert? Welches waren die schönen und die beschissenen Momente? Und was waren die Ursachen? Was hast du gesagt oder getan, das dazu geführt hat? Und zur Hölle nochmal, belüg dich dabei nicht selbst. Wenn du es vermasselt hast, dann akzeptiere es und lerne daraus, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und da wir schon dabei sind, kümmere dich auch um deine Gesundheit. Wenn du jetzt in deinen 40ern oder gar älter bist, so wie ich, dann willst du sicherlich noch ein paar gute Jahre mit deiner Partnerin erleben. Du bist sicher nicht der Typ, der sich von seiner sexy Bikini-Schönheit mit 60 im Rollstuhl am Strand entlang schieben lassen will. Also, ich habe hier auf den Philippinen Ausländer in den 70ern gesehen, die in einer Verfassung sind, da denke ich mir, so will ich auch mal sein. Wenn du also zu Hause nur faul auf der Couch liegst, denkst du, das wird sich schwupps ändern, sobald du hier bist? Wie schon oben gesagt, ändere als erstes deine Einstellung zu dir selbst. Ein weiterer Punkt, deine Finanzen. Das ist kein kleines Thema. Besonders wenn du vorhast, jemanden in dein Heimatland zu holen. In Deutschland musst du einen gesicherten Lebensstandard nachweisen können. Selbst um deine mit dir verheiratete Frau zu dir ins Land zu holen. Das ist keine Kleinigkeit. Und das musst du vorher wissen und einplanen. Aber keine Sorge, für die meisten normal arbeitenden Männer ist das nicht unmöglich. Aber du musst dir klar sein, dass ein stabiles Einkommen dafür keine Option, sondern eine Voraussetzung ist. Und genauso sieht es aus, falls du überlegst, in ihr Heimatland auszuwandern. Die Vorbereitung auf ein Leben hier auf den Philippinen oder mit einer Filipina in deinem Heimatland, das ist keine freie Autobahn ohne Probleme. Du musst an vielen Schrauben drehen. An deiner Einstellung, deiner Gesundheit und natürlich auch an deinen Finanzen. Das sind die drei grundlegenden Dinge, auf denen alles andere fundiert ist. Bevor du also über das Wo und Wie nachdenkst, solltest du dir erstmal im Klaren darüber werden, ob du selbst bereit für diesen Schritt bist. Ich habe gesagt, ich rede hier Klartext, denn es ist besser, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, bevor man einen Schritt macht, den man später bereut. Nächster Punkt. Oder hast du gedacht, wir sind schon fertig gewesen? Hören wir mal auf mit den Illusionen.
Wenn du darüber nachdenkst, dich hier auf den Philippinen niederzulassen, musst du erstmal schauen, was du auf der hohen Kante hast. Es gibt da draußen Leute auf YouTube, die behaupten, mit 5000 Euro kann man auswandern und alles wird gut. Aber sei zu dir selbst ehrlich, mit 5000 Euro kommst du, selbst wenn du in der Provinz nur 100 Euro Miete und 400 Euro zum Leben im Monat rechnest, nicht mal ein Jahr aus. Und sei ehrlich, möchtest du so leben? Es sind ja keine 10 Monate, sondern eher 20 Jahre und mehr. Wir reden hier über den Rest deines Lebens. Aber du hast bereits eine gute Rente und Ersparnisse? Perfekt. Aber leg dir einen Finanzplan zurecht. Hier auf den Philippinen sollte jeder Ausländer ein Konto mit Fluchtgeld haben. Du glaubst gar nicht, wie viele Ausländer ich hier schon auf der Straße gesehen habe, die betteln müssen, weil ihnen das Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hast du diesen Plan B, so etwa 3000 Euro, die du flüssig hast, um im Notfall alles hinzuschmeißen und dich aus dem Staub zu machen? Überleg dir das gut, bevor du anfängst, hier nach einer Philippiner Ausschau zu halten. Es geht nicht nur darum, die richtige Frau zu finden. Du musst auch sicherstellen, dass du hier ein Leben aufbauen kannst, das du dir auch leisten kannst. Und denk dran, es schadet nie, auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Weiter im Text. Der dritte Punkt ist, du solltest eine klare Vorstellung haben, welche Art von Frau du suchst. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Fantasien, die beim Betrachten junger, hübscher Bikini-Mädchen auf Dating-Seiten hochkommen. Ich rede von konkreten Überlegungen. Ein paar beispielhafte Fragen, die du dir unbedingt wahrhaftig selbst beantworten musst. Wie alt sollte sie sein? Warum gerade dieses Alter? Und hast du bereits Erfahrungen mit Frauen in diesem Alter und weißt, worauf du dich einlässt? Und wie sieht es mit ihrem sozialen Status aus? Suchst du eine Frau, die Karriere machen will, oder wäre dir eine einfache Hausfrau aus der Provinz lieber? Kann deine potenzielle Partnerin Englisch? Und wenn ja, wie gut ist dein Englisch? Reicht das überhaupt für normale Gespräche aus oder müsst ihr beide ständig den Google-Übersetzer zücken, um euch überhaupt halbwegs zu verstehen? Glaub mir, gute Kommunikation ist das A und O in einer Beziehung. Diese Fragen musst du dir stellen und glaub mir, das ist keine Zeitverschwendung, sondern eine echte Investition in deine, in eure Zukunft. Nur so als Denkanstoß von jemandem, der schon ein paar Runden im Leben gedreht hat. Und reden wir weiter Klartext. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dich mit einer jüngeren Frau aus einer eher niedrigen sozialen Schicht einzulassen, dann musst du dir bewusst sein, dass du derjenige sein wirst, der die finanziellen Zügel in der Hand hält. Ich sag's mal so, wenn sie in einem Sari-Sari-Laden arbeitet oder vielleicht auch arbeitslos ist, du wirst derjenige sein, der die Finanzen regelt und ständig nach Geld gefragt. Also ganz wichtig, bevor du anfängst, nach der richtigen zu suchen, muss dir klar sein, welche Art Frau du willst. Sobald du später bei der Suche aus deinem Raster ausbrichst, weil ihr Bikini-Foto wichtiger wird als ihre Sprachkenntnisse, dann sind sofort alle deine Vorgaben sinnlos. Dann denkst nicht mehr du, sondern er. Und dann kannst du gleich Bye-bye zu deinen Träumen sagen. Mach dir also vor dem Daten eine klare Vorstellung davon, wie deine Partnerin sein soll. Lass dich nicht einfach treiben und dann in einer Beziehung landen, die dir nicht guttun wird. Die Entscheidungen, die du jetzt triffst, wirken sich langfristig auf dein Leben aus. Der nächste Punkt auf der Agenda: Wo findest du die Richtige? Klar, es gibt Männer auf YouTube, die dir erzählen, du findest eine gute Frau in einer Bar oder dass ein Touristguide hier im Land ein guter Anlaufpunkt sei. Sicher, sowas kann klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Klar, du hast mit ihr eine super Zeit, aber ob das große Los ist? Ich sag dir, die meisten Männer, die mit solchen Mädchen anbandeln, ziehen meistens den Kürzeren. Und wenn du jetzt fragst, aber wo soll ich denn dann suchen? Ich habe dazu bereits Videos veröffentlicht, wo und wie du am besten Frauen findest. Lass dich davon inspirieren und lerne daraus. Ich freue mich für dich und euch, wenn es dann geklappt hat. Kannst du deiner neuen Freundin dann kleine Geschenke machen? Klar, warum nicht? Blumen, zusammen essen gehen, kleine Gadgets, das geht alles in Ordnung, wenn ihr euch bereits getroffen habt oder vor Ort zusammen seid. Aber ist es eine reine Fernbeziehung und ihr habt euch noch nie getroffen, dann schickt ihr auf gar keinen Fall Geld, damit sie sich selbst was Hübsches kauft oder Guthaben für ihr Handy. Sobald Geld ins Spiel kommt, betrittst du ein Minenfeld. Eigentlich kann ich nur sagen, sobald eine Frau, die du noch nie real getroffen hast, dich nach Geld fragt, ist etwas faul und du solltest den Kontakt sofort beenden. Habt ihr euch bereits kennengelernt und du willst sie unterstützen? Auch dann musst du sehr aufpassen, dass die Geldgeschenke nicht mit der Zeit immer größer und größer werden. Und wie sehen dann überhaupt deine Zukunftspläne aus? Hast du überhaupt schon einen Plan für die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre? Wenn du diese eine Frau plötzlich triffst und es über Nacht ernst wird, was ist dann dein Plan?
Willst du sie zu dir in deine Heimat holen oder planst du mit ihr auf den Philippinen zu leben? Denn mal ehrlich, wenn du nur jemanden suchst, weil du einsam bist, wirst du nicht weit kommen. Gerade wenn du die 30 überschritten hast, solltest du einen Plan für dein weiteres Leben haben. Einen für das nächste Jahr, die nächsten 3, 5 und 10 Jahre. Klar, je weiter in die Zukunft, desto weniger detailliert. Aber du musst zumindest grob wissen, wo du hin willst. Und dann fallen mir gerade noch zwei weitere Dinge ein. Du fragst dich sicher auch, suche ich zuerst online oder fliege ich direkt persönlich auf die Philippinen? Egal wie du es angehst, der Punkt ist, du musst eine Entscheidung treffen. Nur zu sagen, ich bin einsam, ich will jemanden zum Reden, das bringt dich nicht weiter. Persönlich vor Ort ist schwierig, wenn große Entfernung und deine Arbeit dazwischen stehen. Und es besteht immer die Gefahr, dass es nur ein Urlaubsflirt bleibt. Und Online-Dating? Sind dir die drei Grundregeln des Online-Dating bekannt? Dann los. Ansonsten schau erstmal das Video, das ich dazu gemacht habe. Und bei all dem Gerede über dich die ganze Zeit, respektiere auch immer die Zeit der Frau, die mit dir chattet oder ausgeht. Sie will genauso jemanden finden, der zu ihr passt. Also sei ehrlich zu ihr. Und wenn du merkst, es passt nicht, beende es gleich und verschwende nicht auch noch ihre Zeit zusätzlich. Meine Zeit hast du jedenfalls nicht verschwendet mit Zusehen. Und wenn du jetzt sagst, wie, schon zu Ende, dann freut mich, dass es dir gefallen hat. Wie wäre es mit einer kleinen Anerkennung eines Likes? Und falls dir das Video gefallen hat, ich habe noch andere, die dir hoffentlich auch helfen können. Also komm wieder und am besten abonniere den Kanal, damit du informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis dahin, tschüss aus Cebu und wir sehen uns demnächst. Bye, bye.